Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Videotutorial von Mr. You Help. Heute mal wieder in Cinema 4D. Und zwar möchte ich heute zeigen, wie man den bekannten Matrix-Effekt erstellen kann. Was dieser Matrix-Effekt ist, wenn ihr es noch nicht kennt, das zeige ich euch jetzt an einem kleinen Beispiel. Und danach geht's los mit dem Tutorial. Viel Spaß! So, jetzt wisst ihr, was dieser Matrix-Effekt ist. Wer den Film Matrix gesehen hat, wusste das natürlich auch schon vorher. Und jetzt geht es ans Erstellen. Ich will jetzt ganz einfach ein kleines Beispiel zeigen. Und in dem Fall habt ihr eben gesehen, dass eine Handlung gestoppt hat, obwohl die Kamera weitergelaufen ist. Wir haben hier eben diese Explosion der Schrift und eine Kamerafahrt. Und hier stoppt diese Handlung, diese Explosion. Die Kamerafahrt läuft weiter. Und hier beginnt diese Schrift sich wieder zusammenzuziehen, also die Handlung geht weiter und die Kamera läuft einfach nebenher ununterbrochen. Das ist eigentlich ganz einfach, das ist eine Sache von Keyframes, das schon mal vorweg gesagt. Und in sich ist diese Situation ganz logisch und total einfach zu erstellen. Die Projektdatei zu diesem Tutorial könnt ihr euch natürlich auch gerne mal runterladen, das stelle ich in die Videobeschreibung und dort könnt ihr nochmal alles genauer nachvollziehen und ansonsten natürlich auch gerne fragen, wenn ihr Fragen habt. Jetzt gibt es aber erstmal eine Erstellung von einem neuen Dokument. Ich werde einfach kurz einen kleinen Versuchsaufbau starten und zuerst mal kurz in die Render-Einstellungen die entsprechenden Render-Einstellungen einstellen. Wenn es geklappt hätte. So. Dann brauchen wir zuerst ein Licht, damit hier überhaupt alles irgendwie ein bisschen ausgeleuchtet ist. Das ist wie gesagt jetzt nur ein Nachstellen des anderen. Die genauen Daten könnt ihr alle dann auch noch auslesen in der Projektdatei, die ihr eben auch runterladen könnt. Dann brauchen wir ein Textobjekt, wo dann der Schriftzug eben ist, der explodieren soll in dem Fall. Und wir brauchen natürlich eine Kamera, in dem Fall eine Zielkamera. Hier haben wir jetzt diesen Ziel-Tag, sozusagen Kamera-Ziel-Tag. Und dort können wir einfach in diese Line-Zielobjekt einfach unseren Text reinziehen. Und dann ist immer dieser Text das Ziel dieser Kamera, sodass wir da gar keine Probleme haben, die Kamera immer wieder neu auszurichten. Das sehen wir auch hier kurz, ein kleines Beispiel. Falscher Pfeil. Wenn wir jetzt hier die Kamera rumbewegen, hat sie immer das gleiche Ziel, immer diesen Punkt in der Mitte des Textes. Den Text können wir jetzt auch anpassen, wie wir wollen. Zum Beispiel können wir eine andere Schrift wählen. Ich nehme jetzt wieder die ich auch vorhin schon benutzt habe. Transformers, die Schrift auch von dem Film. Und jetzt gucken wir einfach mal gerade, ob das schon entsprechend ausgeleuchtet ist. Ja, so mäßig, man sieht noch nicht so viel. Jetzt wird es besser sein, genau. Und jetzt brauchen wir natürlich für den Effekt, so passiert ja noch nicht viel, auch wenn wir hier eine Animation erstellen würden, brauchen wir für den Effekt noch diese Explosion. Die finden wir hier und ziehen die einfach in diesen Text rein. Vorher stellen wir mal die Unterteilung hier noch ein bisschen höher und dann können wir hier einfach diesen Text explodieren lassen. Das seht ihr hier. Das geht soweit ganz gut. Wir sollten hier die Endgröße gerade noch ein bisschen höher stellen. Sonst sieht man da noch nichts. So. Und dann kann man jetzt endlich schon anfangen. Die Kamera, die richten wir gerade einfach mal aus. Entsprechend. Ich habe jetzt so eine ganz besondere Kamerafahrt gemacht von links unten nach rechts oben. Das ist aber komplett egal, was für eine Kamerafahrt ihr nehmt. Wichtig ist nur, dass ihr das Prinzip versteht. Und wenn man jetzt eben in die Kameraansicht geht, dann sieht man auch schon, wie es gemeint sein wird. Man hat hier eben jetzt diese Zeitleiste, die wir jetzt mal ein bisschen höher stellen. 200 zum Beispiel. Und dort kann man eben jetzt Keyframes setzen. Dafür benutzen wir generell den vollautomatischen Keyframe-Aufnahme-Mode. Das steht hier unten als Erklärung. Das habe ich abgelesen. Das kann ich mir nie merken. Ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall werden dadurch Keyframes automatisch gesetzt, wenn man irgendwelche Werte verändert. Das ist ziemlich praktisch. Und so funktioniert das alles viel, viel besser. Jetzt haben wir also hier zuallererst mal die Kamerafahrt zu erstellen. Am Anfang setzen wir ein Keyframe. Dann ist die Kamera in der Position zu dieser Zeit, in der sie jetzt gerade ist. Dann gehen wir ein bisschen nach vorne. Zum Beispiel zu 60 setzen einen Keyframe. Wir müssen jetzt eigentlich auch gar nicht. Wir können auch einfach so die Kameraposition verändern. Aber kann man natürlich auch machen. Wir müssen immer wieder überprüfen, ob auch wirklich alles im Bild ist. Und setzen eben noch so weitere Keyframes. Welche genau ist relativ egal. Wir können hier zum Beispiel eben mal diese Kamerafahrt um diesen Text herum machen und dabei noch ein bisschen höher gehen. Das ist wie gesagt eben selbst überlassen, das ist hier nur zum Prinzip, zur Darstellung des Prinzips. Und
Als letzten Keyframe bei 200 noch einen, wo wir noch einmal die Position verändern und noch ein bisschen weiter weggehen vielleicht. So, wenn wir uns das jetzt angucken, dann sehen wir schon, wir haben eine gleichmäßige Kamerafahrt um diesen Text herum. Und diese Kamerafahrt wird sich auch im Laufe dieses Projektes nicht mehr ändern. Diese Kamerafahrt wird immer so bleiben und jetzt kommt es eben nur noch darauf an, was wir mit dem Text machen. Das heißt, die eine Handlung, die Kamerafahrt, ist jetzt schon sicher. Da wird kein Bruch mehr irgendwie in der Bewegung da sein. Und jetzt eben diese Explosion, da müssen wir jetzt einen Bruch hineinsetzen. Das kann man auch mit den Keyframes machen. Und das fangen wir jetzt auch einfach mal an. Wir haben zuerst hier einen Keyframe ganz am Anfang. Gehen dann ein bisschen nach vorne gucken, bis der Moment gekommen ist, der entscheidende. Jetzt zum Beispiel können wir hier mal einen Keyframe setzen beim Frame 60. Und hier eben dann anfangen mit der Explosion. Das kann mal bis 90 gehen zum Beispiel. Können dann hier den Wert für die Stärke hochsetzen auf, weiß nicht, zum Beispiel knapp 40%. Und jetzt ist eben ganz wichtig, dass wir hier, guck mal, jetzt sehen wir es hier schon, die Kamerafahrt läuft weiter, ohne dass wir irgendwas machen. Und jetzt müssen wir eben hier bei zum Beispiel 150 nochmal einen Keyframe setzen, ohne irgendetwas zu verändern, ganz wichtig. Und können dann hier wieder bis zum Keyframe zu 100 die Stärke wieder auf 0 zurücksetzen und haben somit die komplette Animation erstellt. Damit kann man relativ viel machen, kann man auch schöne Intros und so weiter machen. Da ist einem sehr viel Freiheit gegeben. Und das war eben im Prinzip dieser Effekt. Man hat es schon gesehen im Laufe des Erstellens, dass eben die Kamerafahrt normal weiterläuft und die Explosion dann irgendwann hier stoppt bei 90. In dem Fall nimmt sie allerdings schon wieder von selber ab. Das liegt einfach daran, dass wir hier für diesen Keyframe keine eigene Stärke nochmal festgesetzt haben. Da muss man manchmal das Ganze nochmal zurücksetzen auf den eigentlichen Wert. Und jetzt sieht man es, dass es eben bis zu dem Keyframe 90 geht. Dann kommt die Bewegung der Kamera alleine. Da passiert in der Explosion fast nichts. Es gibt immer noch kleine Ungereimtheiten. Das können wir allerdings auch noch ganz einfach beheben. Es liegt einfach daran, dass Cinema 4D von selbst immer wieder versucht, die Bewegung zu harmonisieren und eben keine starken Brüche reinzumachen. Aber genau das wollen wir jetzt gerade haben. Da seht ihr eben hier bei der Stärke sind wir bei dem Punkt 90 auf 40% und beim Punkt 150 auf 40%. Aber dazwischen wird ein höherer Wert angenommen, weil eben davor ein niedrigerer Wert war. Dann wird so eine Art Kurve erstellt, wo es eben einen etwas höheren Wert gibt und dann wieder einen niedrigeren. Und diese Kurve, die wollen wir jetzt auch noch wegrationalisieren. Dazu markieren wir einfach diese beiden Keyframes und aktivieren hier diese Funktion Abschneiden. Und dadurch, jetzt sehen wir es, wird die Stärke der Explosion ab dem Punkt bis zu dem Punkt 150 komplett gleich bleiben. Das war in dem Fall noch eine kleine Tücke, die Cinema 4D immer wieder einbaut, die eigentlich gut gemeint ist, aber oft auch überhaupt nicht nötig ist. Und das ist auch bei Kamerafahrten sehr oft so, dass eben die Bewegungen abgerundet werden sollen. Da muss man eben einfach diesem Trick greifen, dass man Cinema 4D eben sagt, dass sie eben wirklich harte Bewegungen machen sollen und harte Animationen. Das soll es soweit gewesen sein. Das war im Prinzip der Effekt. Man sieht hier eben ganz schön dieses Outcome. Ist nicht ganz so schön wie das davor, aber man sieht es zumindest auch von dem Prinzip her stimmt's. Und so erstellt man eben diesen Matrix-Effekt. Das kann man ganz vielen beliebigen Sachen machen. Mit Kugeln, mit allen möglichen Bewegungen, Animationen kann man eben diese Animation hier eben verbinden, diese Animationsart. Und damit wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr das ausprobiert habt und das nachgemacht habt irgendwie, dann schickt mir doch gerne euer Video als Videoantwort. Ich werde das dann auf jeden Fall akzeptieren. Und ansonsten fragt, wenn ihr Fragen habt, schreibt Kommentare, wenn ihr wollt, wie ihr das Tutorial fandet und so weiter. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao.